Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück zu unseren Geschichten um das Haus La Tour de Pin, zurück bei unserem aktuellen Herzog Angel Botto. Bevor wir gleich weitermachen mit den interessanten Geschehnissen hier rund um Italien und die Franken und so weiter, da passiert ja gerade einiges, möchte ich auf einige Kommentare eingehen, beziehungsweise immer wiederkehrende Themen in der Kommentarsektion der letzten Videos. Vorweg aber noch der Hinweis, viele wissen es, einige noch nicht, ich nehme immer so 3 bis 5 Videos am Stück auf und das bedeutet, dass ich natürlich nicht sofort reagieren kann, wenn es einen hilfreichen Hinweis in den Kommentaren gibt. Da bitte ich einfach um ein bisschen Geduld mit mir. Ja, kommen wir mal zu den angesprochenen Themen. Als erstes, das hat viele bewegt, gab es immer zu Nachfragen, das Thema der verschiedenen Sprachen hier. Da gibt es, glaube ich, einige Missverständnisse, eine große babylonische Verwirrung um das Thema. Also, als erstes, es wurde gesagt, ich lerne ja gar nicht Französisch, sondern Vulgärdeutsch. Ja, das ist das Französisch, also daraus entwickelt sich unser heutiges Französisch. Das ist damit im Prinzip gemeint. Das Ganze ist gemeinsam mit diesem Vulgärdockischen eine gemeinsame Sprachfamilie, die sich ein bisschen unterschiedlich entwickelt hatte. Ich habe es ja schon in dem Prolog-Video erläutert und das kommt aus dem Gallo-Römischen wiederum oder beziehungsweise aus dem Vulgärlatein als romanisierte Sprache hier. So, und insofern, um das aber nicht immer so kompliziert auszusprechen, nenne ich Vulgärdeutsch, nenne ich Französisch und Vulgärdockisch nenne ich Okzitanisch. Also damit wir das einmal geklärt haben, was ich damit meine. Wenn ich es richtig gelesen habe, stammt dieses hier, also warum das so bezeichnet wird, es geht um die Frage, wie das Wort Ja ausgedrückt wurde. Das wurde offenbar damals Oi ausgedrückt, woraus dann Oui wurde, das heutige französische Ja, während hier das Wort Ja als Ok oder so ausgedrückt wurde. Ich würde jetzt gerne sagen, daraus hat sich dann das heutige Okay entwickelt, aber das ist leider nicht richtig, vergesst das bitte. Also das ist die Unterscheidung dieser Sprachen. So, und in dem Zusammenhang gab es dann die Frage, warum nenne ich zum Beispiel hier jemanden, der Louis heißt und offensichtlich Vulgärdeutsch spricht oder Französisch, zumindest laut diesem Spiel, warum nenne ich den Ludwig oder hier Karl den Kahlen, warum nenne ich den so? Da muss ich ein bisschen ausholen. Das hat natürlich jetzt mit der deutschen Geschichtsschreibung zu tun. All diese Figuren, die ich euch ja hier schon vorgestellt habe, die haben natürlich in der deutschen Geschichtsschreibung eine große Rolle gespielt, weil sie nicht nur Vorgänger, sag ich mal, des entstehenden Frankreichs sind, sondern auch des entstehenden deutschen Staatsgebildes. Und insofern spricht man halt nicht von Charlemagne, sondern von Karl, einfach aus der jeweiligen Herkunft der Historiker her. Jetzt könnte man sich darüber streiten, was dann die korrektere Bezeichnung ist. Und vermutlich ist beides nicht korrekt. So hießen sie in Originalsprache vermutlich weder so noch so. Aber man könnte zumindest argumentieren, dass vielleicht sogar diese deutsche Bezeichnung etwas näher dran ist. So, warum? Und zwar, dazu muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen. Also, wir gehen nochmal auf die Kulturkarte. Die Franken, das ist nicht die Kulturkarte, hier. Die Franken waren ganz ursprünglich angesiedelt in diesem Raum, würde ich sagen. Und also, ja, im heutigen Holland könnte man fast schon sagen, teilweise Belgien. Und das war ein germanischer Stamm. Das ist ganz wichtig so. Und das heißt, sie haben auch, das Urfränkische war auch eine germanische Sprache. Es gibt im Übrigen deshalb auch Gemeinsamkeiten oder Fortführungen in dem Altholländischen zwischen diesem Altfränkischen. Und dieser germanische Stamm hat sich eben mit der Zeit, so vom 5. bis zum 7. Jahrhundert oder 6. bis 8. Jahrhundert, eben dieses, ich sag mal, nordfranzösische Gebiet einverleibt, untertan gemacht. Und sie waren in gewisser Weise in diesem Gebiet Fremde, weil das waren, wie schon erwähnt, war das ein gallo-römisches Volk, das heißt ursprünglich Kelten, aber dann romanisiert, das nennt man gallo-römisch oder gallo-romanisch. Und die haben ihre eigene Sprache eben entwickelt. Und zwar das, was dann hier Vulgärdeutsch wurde. So, aus Vulgärlatein entstanden. Und jetzt ist es so, dass diese Adels- oder diese Elite, diese fränkische Adelsschicht, die hat erstmal noch Fränkisch gesprochen, das heißt eine germanische Sprache. Die Bevölkerung hat die andere Sprache hier gesprochen. Mit der Zeit hat sich dann tatsächlich nicht das Fränkische hier durchgesetzt, sondern eben das Romanische. Aber es hat doch aus der Sprachgeschichte her doch einige
Anlehnen und Anteile des Fränkischen aufgenommen. Aber man kann davon ausgehen, dass in einer gewissen Zeit, vielleicht so 8. Jahrhundert, 8. bis 9. Jahrhundert, die fränkischen Adligen zweisprachig unterwegs waren. Das heißt, sie haben noch ihr ursprüngliches germanisches Fränkisch gesprochen, aber auch das der lokalen Bevölkerung. Und irgendwann hat sich das der lokalen Bevölkerung dann durchgesetzt. Insofern ist es am Ende müßig, darüber zu philosophieren, was jetzt die richtige Bezeichnung von Karl dem Großen oder so ist. Ihr müsst einfach nur wissen, ich mache das aus besserer Verständlichkeit her, um diese fränkischen Wurzeln dieser Herrscher noch deutlich zu machen. Im Laufe des Let's Plays werde ich dann, denke ich, ins Französische auch wechseln, wenn diese historischen Figuren weg sind. Dann wird das eben Louis und Charles sein und wer da auch immer noch kommen mag. Soweit zum Thema Sprache. Jetzt zu ein paar kleineren Punkten. Als erstes, immer wieder ein großes Thema war das Thema Inzest in den Kommentaren. Und ich glaube, da gibt es ein kleines Missverständnis, wie Inzest eigentlich hier funktioniert in dem Spiel. Also rein rollenspielerisch wird das definiert hier durch den Glauben. Und wir haben hier eine Haltung zum Inzest, dass Onkel-Ehen erlaubt sind. Also Ehen zwischen Cousins, Tanten, Neffen, Onkel, Nichten sind erlaubt. Das heißt also rein rollenspielerisch ist das klar definiert. Und was wir getan haben oder eine Verlobung, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es sich exakt handelte, war mit Sicherheit kein Inzest. Das Spiel warnt einen allerdings immer dann, wenn es eine identische Verwandtschaft gibt, ich glaube innerhalb der letzten 3 oder 4 Generationen, dann steht da Achtung Inzest oder Inzucht. So, da muss man aber jetzt, da braucht man keine Panik schieben, sondern das ist eine relativ komplizierte Formel, die dahinter steht. Und wenn es nur wenige entfernte Verwandte sind, dann ist die Chance, dass da so eine inzestuöse Eigenschaft entsteht, die liegt irgendwie bei zwischen 0% und 2% oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Also nur, weil das Spiel einem das anzeigt, muss man da nicht nervös werden. Da ist die Inzestwahrscheinlichkeit bzw. die Vererbungsproblematik ist minimal das Risiko. Wir haben 400 Jahre Krutois erlebt, die immer nur in der eigenen Familie geheiratet haben. Und wir hatten, glaube ich, einen einzigen, vielleicht etwas problematischen Fall dabei. Ansonsten alles kein Problem. Also das spielt nur eine Rolle, wenn die Verwandtschaft schon zu einem wirklich großen Teil dieselbe ist innerhalb der letzten 3 Generationen. Da muss man dann wirklich aufpassen. Und ansonsten, richtiger Inzest wird ja durch die Religion sowieso verboten. Also kein Thema. So, dann gab es einen Hinweis oder mehrere Hinweise, deswegen greife ich das auf, weil bei NPCs gibt einem das Spiel, was die Eigenschaften betrifft, hier manchmal noch so zusätzliche Hilfen. Böse und Gierschlund bei Ludwig II. Hier, bei unserem Fürstbischof rechtschaffend und Abenteurer. Und es wurde vorgeschlagen, dass ich das als zusätzliche ergänzende Eigenschaften mit hinzuziehe. Das werde ich nicht tun, aus einem einfachen Grund. Das ist quasi nur ein Algorithmus, der diese Eigenschaften hier interpretiert. Das heißt, es hat keinen Eigenwert, irgendwie keine eigene Spielmechanik oder so, die dahinter steht, sondern das ist nur eine Ableitung aus dem, was da schon ist. Und das Interpretieren der Eigenschaften, das ist ja nun originäre Aufgabe, ich sag mal, meiner Person. Und ich glaube, ich kann das ein bisschen besser kontextualisieren als so ein reiner stumpfer Algorithmus, der da irgendwo hintersteht. Deswegen werde ich das nicht berücksichtigen und meine eigenen Schlüsse ziehen aus dem ganzen Zusammenhang hier. Ja, dann haben wir noch das Thema Ritter verheiraten. Ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass man natürlich auch gute Leute an den Hof holen kann, indem man Frauen am Hofe mit denen verheiratet und sie dadurch herkommen. Ja, das kann man machen. Man kann auch so an Ritter kommen, das ist mir bewusst. Allerdings finde ich es an der Grenze zum Exploit, weil die KI das eben nicht machen kann. Sie kann eben nur die Ritter einladen und Geld bezahlen. Außerdem möchte ich es auch nicht, und viele nutzen das, um so eine Art Hofzuchtprogramm aufzulegen, um sich die quasi gute Höflinge auch für die Zukunft ranzuziehen für verschiedene Aufgaben. Das finde ich ein bisschen problematisch und auch rollenspielerisch nicht passend. Und ich bin auch der Meinung, dass der Herrscher nicht eingegriffen hat, rein historisch jetzt unbedingt, regelmäßig zumindest, in die Hochzeit seiner Hofleute, in die Beziehung und so weiter. Das finde ich alles nicht passend. Aus diesen Gründen werde ich das nicht nutzen. Im Übrigen gibt es viele Dinge, die man im Spiel machen kann, die ich nicht nutzen werde, einfach aus rollenspielerischen Gedanken. Ihr müsst mir nicht alle Möglichkeiten des Min-Maxings in die Kommentare schreiben. Ich beherrsche das Spiel schon einigermaßen gut, das meiste kenne ich. Nur weil ich es nicht nutze, heißt es nicht, dass ich es nicht kenne. Sondern es geht dann immer um einen rollenspielerisch authentischen Gedanken.
Und zu guter Letzt der Hinweis, dass ich doch mutiger sein sollte, dass unsere Herrscher und Söhne und Enkelsöhne doch auch selbst kämpfen sollten. Und in diesem Punkt gebe ich euch absolut recht, da ist es mit mir durchgegangen. Das ist so die übliche Spielweise, dass man da ein bisschen auf Nummer sicher geht, wenn man eben nicht rollenspielerisch spielt. Absolut richtig, gerade in dieser Zeit, im Frühmittelalter und auf dieser Rangebene war es eben nicht nur das Recht, sondern die Pflicht im Prinzip der Adligen. Das war überhaupt ihre eigene einzige Existenzberechtigung. Sie waren die Kriegerkaste. Das hat sie ausgezeichnet, das hat sie abgehoben. Deswegen haben sie nicht gearbeitet auf dem Felde. Das war ihre originäre Aufgabe. Und insofern habt ihr völlig recht. Ich werde unsere männlichen Hausmitglieder also nicht mehr so defensiv einsetzen. Es gibt sicher gute Gründe, warum man das hier und da nicht macht, aber das muss dann gut begründet sein. In der Regel sollten sie ins Feld ziehen und als Ritter oder als Befehlshaber kämpfen. Danke, dass ihr mich daran erinnert habt. So, das war jetzt viel Vorrede. Ich hoffe, ihr könnt das ab. Ich werde auch ein bisschen länger machen heute. Es gibt noch 2, 3 organisatorische Sachen. Nein. Also, erstens gibt es jemanden, der so eine Art Chronik und Zeitleiste gestaltet hat zu den Ereignissen und das auch weiter tun und pflegen will. Ich habe euch mal den Link dazu in die Videobeschreibung gepackt. Vielen Dank an Christoph, der das gemacht hat und vielleicht auch in Zukunft ergänzen wird. Ich will ihn da jetzt nicht unter Druck setzen. Wenn er keine Lust mehr hat, dann beendet er das Ganze. Aber solange das noch läuft, könnt ihr euch im Link immer über die Ereignisse der Vergangenheit informieren, euch daran erinnern. Aber Achtung, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ist es natürlich ein Spoiler. So, und zu guter Letzt, es gibt 2 neue Mods, die speziell für dieses Let's Play hier erstellt wurden vom guten Volker. Sei herzlich gegrüßt aus Steinmalens Lager und vielen Dank nochmal dafür. Und zwar einmal eine Mod, die Mitgiftübergabe jetzt erlaubt. Und zwar funktioniert das ähnlich wie ein Geschenk. Ich zeige euch das kurz. Das ist eine persönliche Aktion hier. Mitgift entrichten oder Aussteuer einfordern. Wie wir das dann nachher genau handhaben, das komme ich dann dazu, wenn es soweit ist. Aber hier würde man dann 50 bezahlen oder 50 bekommen. Und das, was man bekommt, das will ich dann an den jeweiligen Schwiegersohn oder Sohn weiterleiten entsprechend. Also dazu kommen wir dann noch. Das ist die eine Mod. Findet ihr auch in der Mod-Sammlung. Link in der Videobeschreibung. Die 2. Mod, und dann steigen wir nämlich jetzt direkt auch ein, ändert eine Sache, die mich schon lange geärgert hat. Und zwar nämlich Folgendes. Ihr wisst ja, dass der Papst die geistlichen Ämter besetzt, die Titel besetzt. Das ist ja auch völlig okay. Thema Investiturstreit, Investitur durch den Papst. Wir sind zwar im 9. Jahrhundert, da ist das alles noch nicht so gefestigt, wie man sich das vielleicht heute vorstellt, wenn man es ans Mittelalter denkt. Aber okay, finde ich in Ordnung spielmechanisch, dass man darauf keinen Einfluss hat. Aber was ich nicht begreifen kann, warum der Papst bestimmen darf, wer der Hofgeistliche ist bei uns. Das ist irgendwie eine ziemlich doofe Regelung, weil darauf hatte der Papst eigentlich keinen Einfluss, wen jetzt ein Herrscher in seinen persönlichen Rat wählt. Dass es ein Geistlicher sein muss, darauf kann ich mich festlegen. Aber wer genau, das müsste eigentlich in unserem Ermessensspielraum liegen. Aus diesem Grund gibt es jetzt eine Mod, wo ich das hier ändern kann, obwohl wir im Christentum sind. Und da gibt es noch so eine kleine Feinheit. Also wir können jetzt Red Wolf, den können wir jetzt entlassen. Leider geht das nicht, der Hofgeistliche ist auch automatisch immer der Tempelvorsteher unserer eigenen Tempel. Das kann man leider nicht voneinander trennen. Das heißt, wenn ich ihn entlasse, wird er in der Mod aber immerhin zum Mönch gemacht, sodass wir ihn auch wiedererkennen. Er bleibt ja am Hofe. So, leider kann ich jetzt hier keinen neuen zuweisen, weil das Spiel das so erstmal nicht erlaubt. Man muss einen Tag weiterlaufen lassen. Dann kommt da irgendein No-Name und den kann ich jetzt tauschen mit zum Beispiel den, den ich jetzt hier in den Rat eigentlich holen will, nämlich Fürstbischof Benedicto. So, der wird das jetzt. Benedicto war vorher Ratsmarschall. Hier kommt eine neue Person rein. Das wird Carlo werden. Das war einer, den wir aus dem Gefängnis heraus rekrutiert hatten. Der wird jetzt unser Marschall, ist sehr talentiert in dieser Sache. Ja, okay. Also das ist die 2. Mod, die ermöglicht ist. Und also ich will sie so verwenden, dass ich nur Geistliche in den Rat hole, in diese Position, aber immerhin dann selbst entscheiden kann und natürlich so einen wichtigen Mann wie diesen Bischof dann lieber als Vertreter der Kirche hier im Rat habe. Okay, so, jetzt dann geht's aber jetzt richtig zur Sache. Ich habe mir nochmal die Situation mit den Herzogtümern angeschaut hier bei uns im Reich und die ist hochinteressant. Und zwar, nein, das ist Venedig. Hier, erinnert ihr euch noch an das Herzogtum von Friuli? Da gab es ja einen Aufstand.
Dieser aufständische Herzog wurde abgesetzt und sein Sohn, nämlich Herzog Adolf, der wurde eingesetzt. Adolf ist aber inzwischen unter mysteriösen Umständen gestorben. Und wer ist der neue Herzog geworden? Der alte aufständische Herzog. Und da horcht man ja wohl auf, ob das mit rechten Dingen zugegangen ist. Und ich vermute mal, nein, wenn nicht hier der Vater seinen Sohn umgebracht hat, und um wieder Herzog zu werden. Das wäre natürlich ein Ding. Um das zu prüfen, also wir haben einen schlimmen Verdacht, werden wir mal hier Geheimnisse aufspüren. Vielleicht kriegen wir das raus. Das wäre eine interessante Sache. Außerdem ist Folgendes passiert. Das Herzogtum Spoleto hat sich geteilt durch die Abdankung des Herzogs. Wir haben eine Herzogin Ansia von Spoleto, ein Mädchen, und eine zweite Herzogin Anselberga von Capua und von Ancona. Zwei Herzogtitel, eine Grafschaft, auch schon sehr speziell das Ganze. Also das ist damit passiert. Ja, und den haben wir das letzte Mal schon gesehen, den neuen alten Herzog der Toskana. Und hier habe ich was gesehen, und zwar der hat einen Sohn, das ist auch der Erbe. Und ich denke, ich werde Bonifacio mal verloben mit unserer 8-jährigen Tochter Brunisenda. Dann heiraten wir noch in ein anderes Herzogshaus ein. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Das gefällt mir. Gut. Warum ist das eigentlich kein Bündnis? Gibt es da irgendwie ein Problem, was ich jetzt gerade nicht sehe? Müsste nicht der Sohn des Herzogs, müsste das nicht zu einem Bündnis führen? Oder ist mit dem irgendwas komisch? Der ist landlos in Warwickshire. Oder ist das ein Bastard? Irgendwas stimmt doch da nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Will das mal weiterlaufen? Er wird aber als Erbe des Herzogtums. Na, ich würde sagen, wir ziehen das mal durch. Wir werden das arrangieren. Ich hoffe, da geht nicht was schief. Also Brunisenda und er wird annehmen. Mal gucken. Er entscheidet es auch selbst. Er ist zumindest nicht... Ja, sein Vater ist nicht sein Lehnsherr, ist irgendwo unterwegs. Gut, wir werden den Vorschlag abschicken, und wenn er dann Herzog wird, das heißt, es führt jetzt zu keinem Bündnis. Warum auch immer das zu keinem Bündnis führt? Weil er ist der Sohn und er ist der Erbe. Ganz, ganz komisch. Aber er ist dort irgendwie nicht zugeordnet. Naja, gut. Soweit dazu. Okay, dann lassen wir weiterlaufen, und jetzt verfolgen wir vor allem den Krieg hier gegen die Westfranken, den Krieg, den der Bruder unseres Königs angefangen hat und der König unterstützt. Im Übrigen, ich könnte selbst gar nicht mit unseren Truppen dort helfen. Ich würde es in der Tat sogar machen. Ich habe mir das inzwischen anders überlegt, weil die Sache ja erstens sehr wichtig für uns ist und zweitens sehr knapp das Ganze aussieht. Aber wir können nicht rein, weil der Kriegsanführer nicht unser Lehnsherr ist. Deswegen geht das nicht. Wir sehen aber, dass hier unsere Seite hier oben fleißig belagert. Die Gegenseite ist hier am Belagern. Wir können einen neuen Diplomatievorzug freischalten, werden Herz der Familie machen. Ich denke, wir gehen jetzt Familienhierarchie noch durch. Im Moment bietet sich nichts anderes meines Erachtens an. Nichts Besseres. Okay. Ja, also die belagern dort die Gebiete der Aufständischen. Und unsere Seite belagert das Gebiet um Anjou herum. Die Hauptstadt wäre sicher sinnvoll. Bin mir nicht sicher, warum sie da diese vermeiden. Na, gucken wir mal. Unser König schickt hier offensichtlich auch noch neue Leute, die in 37 Tagen da sind. Was ist das für eine Armee? Armee von Bern? Armee von Aachen? Was mischen die sich denn da noch mit ein? Ja, es muss was anderes sein, ne? Ach so, Aachen ist Teil... Ah, okay, alles klar. Das ist Teil da dieses ehemals Mittelreiches. Aber irgendwie ist diese Armee, die da gerade ausgehoben werden sollte, irgendwie ist die gerade erledigt worden, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Was ist hier passiert? In der Nacht verschwunden. Als ich die Gemächer von Herzogin Judith betrete, ist das Erste, was mir auffällt, die in eine Ecke zusammengesunkene Wache. Das Zweite ist der klaffende hellrote Schnitt. Was? Durch ihre Kehle. Ach so, die Kehle der Wache. Okay, meine Gemahlin ist allerdings nirgends zu sehen. König Ludwig betritt den Raum. Was? Was geht denn jetzt hier ab? Wieso ist der König bei uns? Okay, wahrscheinlich zu Besuch bei seinem Freund, ich weiß nicht. Betritt den Raum. Einen Bogen über die Schulter geschlungen. Es tut mir leid, alter Freund.
Es war Herzog Unruch, der sie geholt hat. Die Hunde und die Männer sind bereit. Wie lauten eure Befehle? Was? Der Typ hat jetzt unsere Frau geholt? Ich fasse es nicht, unser Rivale. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin entsetzt. Okay, fangt Herzog Unruch lebend, wäre eine Möglichkeit. Ich will dieses Schwein tot sehen. Mir geht es nur um die sichere Rückkehr von Judith. Das ist mir einerlei. Ja, aber ist das jetzt eine Entführung oder ist Judith, hat die eine heimliche Affäre mit dem? Was geht hier ab, Leute? Okay, also ich glaube, das überschreitet eine Grenze. Wartet mal. Jetzt ist die Frage nur, lebendig oder tot? Man müsste wahrscheinlich, also von den Eigenschaften schwer abzuleiten, man müsste wahrscheinlich das Risiko, schaut mal, hier ist das Risiko höher, dass er entkommt. Ach, wir haben kein Interesse, ihn lebendig zu bekommen. Hauptsache, er wird zur Verantwortung gezogen. Ich will dieses Schwein tot sehen. Mal schauen, was jetzt passieren wird. Und eure Gemahlin fragt Ludwig, niemand außer ihrer Wache hat etwas gesehen oder gehört. Ich bin mir sicher, dass es eine vernünftige Erklärung dafür gibt. Doch ihr solltet wissen, manche der Männer vermuten, dass sie aus freien Stücken mitging. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir sind treuherzig. Wir glauben das nicht. Angel Botto vertraut anderen rasch und unserer Frau vertrauen wir erst recht. Nein, Unsinn. Verteidigt Judith mit eurem Leben. Oh mein Gott. Und nun? Die Ungewissheit ist unerträglich. Eine Stunde verstreicht, zwei, drei. Ich will schon gerade nach meinem Pferd verlangen, als ich von der anderen Seite des Tors Rufe höre. Ich eile auf den Hof und erspähe sofort die niedergeschlagene Miene von Ludwig. Ich bewege mich auf das Tor zu und bete darum, gleich um die Ecke einen Blick auf das Antlitz von Herzog und Jude zu erhaschen. Doch jedes Gesicht, das ich sehe, ist voller Bitternis und keines von ihnen ist ihres. Shit. Dafür werdet ihr büßen, Unruch. Okay, also Unruch wird verwundet und er hat tatsächlich unsere Frau entführt. Ist ja nicht zu glauben. So, das Problem ist, wir hatten den ja schon auf dem Kicker. Das Problem ist, der hat doch eine Frage. Nee, diese Frage werden wir jetzt nicht weiter erörtern. Das Problem ist natürlich, naja gut, das ist seine Schwester. Ah, okay, warte, stopp. Ich hatte ganz vergessen, das ist ja seine Schwester. Kurz kam der Gedanke durch meinen Kopf, ob das nicht irgendwie eine Affäre wäre. Aber der hat seine Schwester wiedergeholt. Das Problem ist, was machen wir jetzt mit ihm? Okay, Rivalen zum Kampf herausfordern. Ich fürchte nur, das ist nicht die beste Idee, die wir haben können. angesichts von Kampfgeschick 3. Warte mal, was können wir noch machen? Wir können... Ja, nee, wir können... Aber was wir machen könnten, das wäre eine Aktion, die ihn vielleicht treffen könnte. Die Exkommunikation erbitten. Und der Papst würde dem zustimmen. Kostet natürlich sehr viel Frömmigkeit, aber ich finde, das ist ein Fall, wo wir entsprechend handeln müssen. Krieg wird schwierig werden. Hätten wir eigentlich einen Kriegsgrund jetzt nochmal? Nee, hätten wir nicht. Ja, aber ich meinte, es muss doch irgendwie so eine Art Gegenentführung geben oder irgendwas. Wir müssen doch auch bitten können, sie auszulösen. Gibt's aber im Moment nicht. Na gut, okay, dann werden wir die Exkommunikation erbitten. Mal gucken, vielleicht hat dann unser König Handhabe gegen ihn und nutzt diese auch. Okay, am schwersten verstören mich die Geschichten, die ihr über die Missetaten von Herzog Unruch erzählt habt. Es schmerzt mich sehr, doch ich stimme euch zu, dass es zum Wohl des katholischen Glaubens ist, wenn er exkommuniziert wird. Ich freue mich, dass Stephanus die Weisheit in meiner Bitte erkannte. So, er bekommt das, das bedeutet... Das ist ein Verbrechen seinem König gegenüber.
Der kann ihn einkerkern, verstoßen oder Titel aberkennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Titel aberkennen möglich ist für den König. Das müssten wir überhaupt mal prüfen. Bei uns ist das nicht möglich aufgrund der Kultur. Das ist übrigens ein entscheidender Punkt. Also wir haben keinerlei Handhabe, zum Beispiel, wenn wir das mal wollen würden, irgendwie dem Grafen Simon seine Grafschaft wegzunehmen, weil wir die Plenarsitzung nicht haben. Aber die Frage ist natürlich, hat das Französische möglicherweise das Ganze schon? Können wir uns das mal angucken? Haben die Plenarsitzung? Haben sie auch nicht. Okay. Das heißt, der französische König wird das, beziehungsweise Ludwig wird das auch nicht machen können. Der kann ihn nur verhaften, aber das wäre ja schon mal was. Mal sehen. Was? Was? Oh mein Gott. Diese Situation muss ihn so komplett fertig gemacht haben. Oder sind wir umgebracht? Was ist hier passiert? Herzog Angel Botto hat Frieden in den Armen Christi gefunden, im Alter von 63 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Er war versiert in den diplomatischen Künsten und es gab keinen Streit, den er nicht friedlich schlichten konnte. Herzog Erlulf besteigt den Thron. Aufgrund seiner Fähigkeiten im Bereich der Verwaltung gilt er wohl am besten qualifiziert. Naja, das ist die große Frage. Ja, Angel Botto. Also, er war ein Aufsteiger par excellence, das muss man einfach mal sagen. Er hat aus nichts, aus einer winzigen, unbedeutenden Grafschaft sehr, sehr, sehr viel gemacht. Er ist Herzog geworden, er ist zum Freund des Königs geworden, er hat seine Töchter, seine älteste Tochter ins Königshaus eingeheiratet, er ist zum wichtigsten Ratgeber des Königs geworden, er hat an seiner Seite gefochten, die Kriege mitgefochten und, und. Aber seine letzten Lebensmonate waren dramatisch. Erst gab es einen Anschlag auf seine Tochter oder einen Mordversuch, nun wurde seine Frau entführt und das muss ihn komplett fertig gemacht haben, so dass er jetzt von uns gegangen ist. Ja, wir setzen natürlich als Herzog Erlulf fort und jetzt müssen wir gut überlegen, wie er so tickt und was wir so tun jetzt mit ihm. Das ist jetzt ein entscheidender Punkt. Also, er ist schon 43. Ihr erinnert euch, er ist verheiratet mit Gräfin Fausta. Was ist eigentlich jetzt? Okay, gut. Die Hoffnung, die ich hatte, die haben ja schon ein Kind, ne? Reisenda. Und er hat noch einen Sohn aus einer anderen Beziehung, Berilon. Aber die Hoffnung, die ich hatte, dass diese Grafschaft an unsere Familie geht, das ist, wird nicht passieren. Denn Siginolfo di Milano wird erben. Warum eigentlich? Er ist ihr Bruder. Geht nicht ihr... Ach so, weil das ein Mädchen ist. Könnte das sein? Ich glaube, wenn sie beide einen Jungen hätten, würde er erben. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ach, schaut mal, hier steht, dass die Tochter als erstes erbt. Männliches Vorrecht, Bundteilung. Vielleicht ändert sich das noch. Also, das ist jetzt ein bisschen unklar, ehrlich gesagt. Ja, jetzt ist es auch richtig hier. Schaut mal, Reisenda ist die Haupterbin. Okay. Gut, dann bleibt das immerhin in unserer Dynastie, allerdings nicht in der Hand des Spielererbes. Das ist ja nochmal was Besonderes. Okay, aber das ist jetzt erstmal noch ein Sonderproblem. Okay, was sind seine Eigenschaften? Er ist rachsüchtig, paranoid und ungeduldig. Oha. Okay, also ich finde, das drängt sich jetzt förmlich auf, das alles im Kontext zu sehen. Er hat mitbekommen, was passiert ist. Er hat mitbekommen, dass es einen Anschlag auf seine Schwester gab. Und er hat natürlich mitbekommen, was mit seiner Mutter passiert ist, die entführt ist und dass sein Vater daran gestorben ist. Und insofern denke ich schon, dass sich jetzt das ziemlich stark fokussiert, seine Rachsucht auf Herzog Unruh. Und gleichzeitig, also er schreckt, glaube ich, da dann auch nicht vor feindseligen, krasseren Methoden zurück, würde ich mal sagen. Erlulf ist nachtragend, was Kränkungen anbelangt und vergisst es nur langsam, wenn ihm jemand Unrecht angetan hat. Also das ist im Prinzip das Gegenteil von dem, was sein Vater war. Ja, dann ist er paranoid.
Erlulf sieht sich ständig von Feinden umringt. Das heißt also, dass er nach all dem, was er erlebt hat, davon ausgehen muss, dass auch ihn das alles treffen kann, dass es halt nur irgendwelche Schlangen um ihn herum gibt, die Mord und Totschlag wollen. Vor allem Mord, so wie es aussieht. Und dann ist er ungeduldig. Das heißt, in allem, was er tut, hat er keine Geduld. Er will es sofort durchsetzen. Puh, okay. Gleichzeitig ist er aber ein guter Administrator. Wir gucken ganz mal kurz. Die Bücher sind vererbt worden. Okay. Und er hat den Verwaltungs... Ja, warte mal. Aber ich denke, jetzt, um jetzt hier gerade diese Rache durchzuziehen, gehen wir mal auf Ränkespiel. Das scheint mir das Beste jetzt zu sein. Und wir gehen sogar auf Schwerpunkt auf Hinterhältigkeit. Das ist zwar jetzt nicht seine Haupteigenschaft, aber in dem Zusammenhang, gerade aufgrund seiner militärischen Machtlosigkeit, sieht er gerade diesen Weg als einziges Mittel, um sich zu rächen. Ich denke, das ist okay so. So, gut, soweit erstmal dazu. Dann gucken wir mal, wie wir den Rat besetzen. Das ist jetzt schon wieder ein neuer, der eingesetzt wird. Ich denke, er wird da... Ja, gibt es irgendwelche Leute, gegen die wir Groll haben? Graf Simon, bin ich mir nicht so sicher, ob wir dem vertrauen. Wahrscheinlich fällt es ihm schwer, als paranoider Mensch jetzt anderen, die mächtiger sind als er, zu trauen. Insofern, glaube ich, haben wir ein großes Misstrauen gegenüber diesem Grafen. Ich denke auch nicht, dass wir ihn in den Rat holen. Aber ich glaube schon, dass wir Fürstbischof Benedicto in den Rat holen. Okay, das heißt, der ist eh irrelevant. Das heißt, wir können hier den Tausch direkt mal zuweisen. Den müssen wir nicht zum Mönch machen. Und dann gucken wir mal, wen wir als Ratskanzler einsetzen. Ja, da würde sich Graf Simon natürlich anbieten. Schwere Entscheidung, ne? Wie stehen wir denn so allgemein von den Eigenschaften her zu ihm? Liebenswert. Was ist denn liebenswert? Wo kommt jetzt der Liebenswert-Bonus her? Haben wir da irgendwas? Liebenswert, komisch. Kann ich nicht interpretieren. Paranoid minus 10, rachsüchtig minus 10. Ja, das ist unsere Kiste. Ja, wir geben ihm mal... Er hat sich, glaube ich... Ich habe nicht mehr die hundertprozentige Erinnerung daran. Er hat sich, glaube ich, nichts zu Schulden kommen lassen. Doch, wartet. Damit ist möglicherweise ein ganz großes Thema hat gestartet. Ich erinnere mich natürlich. Unsere Schwester hat seine Tochter umgebracht. War das nicht so? Und daraufhin ist hier so ein bisschen viel passiert. Es gab ja auch einen Anschlag dann auf unsere Schwester. Nee, schuldig, Leute. Ich revidiere das. Wir haben Misstrauen ihm gegenüber. Wir vermuten, dass er möglicherweise auch hinter diesen Dingen steht. Die Paranoia schlägt zu. Er wird nicht unser Ratskanzler, das ist klar. Okay, wer wird's dann? Ein Ritter, Ritter Julian? Oder der, ja, der wird zugewiesen. So, heimische oder fremde Angelegenheiten. Wir machen mal heimische. Der Ratsverwalter bleibt Boson. Elena bleibt auch, würde ich sagen. Oder gibt es noch jemand, zu dem er größeres Vertrauen hat? Nein. Gut, der Rest kann so bleiben. Okay, der Rat wäre besetzt. So, dann ist die Frage, huldigen wir unserem König? Ich würde sagen, ja, das machen wir. Wir werden die Unterwerfung zeigen. Okay. Bedienstete geleiten mich in den großen Saal von König Ludwig II. In Turin, wo er auf seinem Thron sitzt und darauf wartet, meinen Schwur zu hören. Mein Fürst sitzt auf seinem Thron und ich knie zu seinen Füßen, um meine vielen Eide der Huldigung aufzusagen, während seine Schreiber das Ereignis festhalten. Damit ist die Zeremonie abgeschlossen. Der König kann von mir nicht mehr erwarten als mein Versprechen, treu als ein Vasall des Reichs zu dienen. Ludwig weist mich an, mich zu erheben und bestätigt seine Zufriedenheit mit mir, zusammen mit meinen Rechten an jenen Ländereien, über die ich an seiner Stadt herrsche.
Heil sei euch König. Okay, Meinung gewonnen. Bekanntheit, Prestige. Die Huldigung ist erfolgt. So, theoretisch könnten wir, glaube ich, auch noch... können wir da nicht noch... Warte mal. Ah ne, wir haben kein Prestige dafür. 85. Wir können keine Petition starten. Ich bin mir nicht sicher, ob das in seiner Situation irgendwas bringen würde. Dann ist das eben so. Okay, jetzt treibt uns die Ungeduld. Was machen wir hier mit ihm? Ich würde mal sagen, wir machen Folgendes. Wir warten auf jeden Fall hier nochmal ab, was dieses Geheimnisse aufspüren bringt. Aber ihr seht, 0% Wahrscheinlichkeit, ein Geheimnis in Erfahrung zu bringen. Was ist da denn los? Naja, das warten wir mal ab und dann... Denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich eine der ersten Aktionen wäre, einen Mordkomplott zu starten. Die Chancen dafür, wie wir sehen, stehen auch gar nicht so schlecht. Das dann also beim nächsten Mal. Außerdem verfolgen wir weiter den Verlauf dieses Krieges. Na, mal sehen, wie Herzog Erlolf hier seine Sache so betreiben wird. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.